Alles neu macht der Mai und somit auch eine neue Moderatorin hier im Schönebecker Elbe-Kanal. Mein Name ist Henrike Herrmann und wie bereits angekündigt von Frau Bonas, werde ich Sie die nächsten Wochen und Monate durch das Programm führen. Doch zunächst ein kleiner Überblick, denn wir haben wieder viele Themen für Sie vorbereitet. Handball. Profis des SCM besuchten Sportunterricht der Lerchenfeldschule. Trailer. Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg steht kurz bevor. Und Ostdeutsche Meisterschaft. Fahrrad-Trial-Wettkampf fand in Kalbe statt. In der Schönebecker Sekundarschule am Lerchenfeld fand jüngst ein ungewöhnlicher Sportunterricht statt. Welcher außergewöhnliche Besuch dafür sorgte, das erfahren Sie jetzt. Am 16. April 2019 fand in der Sekundarschule am Lerchenfeld ein ungewöhnlicher Sportunterricht statt. Insgesamt 20 Kinder der Grund- und Sekundarschule starteten ein Handballtraining mit den Spielern Carlos Molina und Ignacio Plaza des SCM, denn dieser hat in Kooperation mit der Paritätischen Sachsen-Anhalt ein Projekt mit dem Namen Tour für Vielfalt ins Leben gerufen. Dieses unterstützt die Botschaft, dass der Paritätische und der SC Magdeburg gemeinsam Hüter von Menschenrechten sind. Sport baut Brücken und bringt Menschen unterschiedlicher Religionen, Erziehungen, Sprachen und Hautfarben zusammen. Dank der universellen Sprache des Sports können alle gemeinsam den Regeln folgen. Bevor es dann mit einem Testspiel weiterging, erfolgten einige Trainingsübungen, angeleitet von den beiden Profis Molina und Plaza. Als Belohnung für das gemeinsame Training schenkte der SCM jedem Teilnehmer eine Eintrittskarte für ein Heimspiel ihrer Wahl. Auch die Trikots der Tour für Vielfalt durften sie behalten. Für die Kinder war es eine aufregende Abwechslung des Schulalltages und ein Training, welches sie so schnell nicht vergessen werden. Sportlich geht unser Programm weiter, denn der Fahrradtrial Club aus Kalbe lud alle Interessierten zum Auftakt der Ostdeutschen Meisterschaft ein. Wir waren mit einem Kamerateam vor Ort und haben die Sportart einmal genauer unter die Lupe genommen. Am Samstag, den 13. April 2019, startete in Kalbe die jährliche Ostdeutsche Meisterschaft im Bike Trial. Für den kleinen Fahrradtrial Club Kalbe ist es eine besondere Ehre, den Auftakt in die ODM austragen zu dürfen. Und es macht den Vorsitzenden Jörg Treue stolz zu sehen, wie souverän sich die Starter des Kalbenser Vereins geschlagen haben. Wir haben heute bei 35 Teilnehmern, hatten wir 5 Starter aus unserem Verein. Ja, und in der Hobbyklasse haben wir ganz gut abgeschnitten, 2. und 3. Platz belegt. Das ist ganz enorm. In der Klasse Experten, wo wir 2 Starter hatten, da war es nicht ganz so erfolgreich, ist aber ganz klar, die beiden sind das erste Mal in dieser höheren Startklasse jetzt. Aufgrund eben des Alters mussten sie aufsteigen und das ist natürlich dann eine besondere Herausforderung. Aber sie haben sich gut geschlagen. Der Lukas ist 5. geworden und der Jan ist 7. geworden und das ist das für das erste Mal ganz gut. 35 Biker gingen an den Start. Auf 7 unterschiedlichen Strecken traten sie gegeneinander an und auch Anfängern des Bikesports war es in der offenen Hobbyklasse möglich, ihr Können unter Beweis zu stellen. Wie genau so ein Wettkampf abläuft, erklärt Vorsitzender Jörg Treue. Ja, das ist eigentlich eine Sportart, die sich damit beschäftigt, dass man Hindernisse überwinden kann mit dem Fahrrad, mit Spezialfahrrädern natürlich, die extra für diesen Sport angefertigt werden. Kann man sich so vorstellen, dass es wie ein BMX-Rad aussieht, aber anders aufgestellt ist mit der Übersetzung. Die ist 1:1 meistens und es sind ganz solide Bremsen angebaut und es ist kein Sattel. Die Fahrer werden also im Stehen, die versuchen die Hindernisse zu überwinden. Und der Sinn der ganzen Sache ist, in den bestimmten Sektionen, die halt auf der Strecke verteilt sind, fehlerfrei dann über diese Sektionen zu fahren. Der Fahrradtrial Club Kalbe ist ein bunt gemischtes Feld aus allen 8 Klassen des Fahrradsports. Auch Neuankömmlinge sind herzlich willkommen.
Ja, jeder kann mitmachen. Wir haben bestimmte Leistungsklassen und Altersklassen, die für jeden eben möglich sind. Mädchen, Junge, das spielt bei uns keine Rolle. Ja, das ist die Leistung entscheidend. Beim Training ist das möglich, also immer mittwochs 16 bis 18 Uhr hier am Glöter Weg in Kalbe auf diesem Trainingsgelände. Das ist frei zugänglich. Und mit mir sprechen, dann habe ich ein Fahrrad dabei zum Trainieren. Und wenn die Sportler sich angemeldet haben, mit der Unterschrift der Eltern natürlich, dann gibt es die Möglichkeit, auch ein Fahrrad mal für eine kurze Zeit mit nach Hause zu nehmen, bis der Sportler mit der Familie zusammen sich einigt, ob es ein eigenes Fahrrad gibt oder nicht. Das machen wir in der Regel, dass dann für eine kurze Zeit das Fahrrad ausgeliehen wird. Die Begeisterung für den Radsport der anderen Art steigt. Auch wenn es bereits eine gesamtdeutsche Meisterschaft gibt, kommen immer mehr Fahrer von weit her, um speziell an der ODM teilzunehmen. Ja, wir haben mittlerweile die 5 Bundesländer aus Ostdeutschland mit Thüringen, Brandenburg und so weiter und haben neuerdings auch Starter aus Nordbayern dabei, aus dem Fichtelgebirge, die sich also unserer Veranstalterserie angeschlossen haben, um eben in unsere Serie mitzufahren. Okay. Für sie selbst ist das günstiger und sie empfinden auch unsere Sportler hier ganz angenehm und wir finden dann auch haben dann ein neues Trainingsgelände oder beziehungsweise Wettkampfgelände in Gefrees beispielsweise. Nach dem Auftakt in Kalbe zieht die ODM dann am 19. Mai weiter nach Gefrees in Oberfranken. Dort bieten sich aufgrund natureller Gegebenheiten ganz andere Möglichkeiten für den Radsport. Das hängt immer ab, was der Veranstalter für ein Gelände hat. Wir sind hier, ich sage immer, Flachland-Tiroler. Wir müssen also sehr viel künstliche Sachen hinstellen oder müssen auch mit Bäumen und Baumstämmen operieren, die man dann so zusammenbaut mit einem Radlader, dass es eben entsprechendes Hindernis gibt für die einzelnen Klassen. Da ist es beispielsweise im Fichtelgebirge einfacher. Die haben eben die Berge schon vor der Haustür und haben einen Steinbruch beispielsweise. Oder im Erzgebirge, da liegen halt die Felsen so, dass man das Band nur da drüber legen muss. Und das macht ja den Reiz aus, dass es immer mal wechselt. Durch das Zusammenwachsen der Bike-Trail-Gemeinden ist es nun immer mehr möglich, auf abwechslungsreichen Strecken zu fahren und neue Orte, Fahrer und Techniken kennenzulernen. Vor über 25 Jahren, zu Beginn der Geschichte des Fahrrad-Trail-Clubs Kalbe, war an so etwas noch nicht zu denken. Ja, wir sind also haben uns 1993 gegründet. Ich bin jetzt noch der verbliebene Letzte. Das ist aber klar, dass eben immer die Eltern mit den Kindern dann wieder aus dem Verein weggehen. Aber wir haben auch schon langjährige Mitglieder. Auch unser Finanzchef ist heute da gewesen. Der ist auch schon über 10 Jahre dabei. Das sind also die Leute, die immer hier mit dabei sind und das organisieren, was den Verein betrifft. Nach den vergangenen sportlichen Veranstaltungen kommen wir nun zu den aktuellen Kurznachrichten aus der Region. Straßensperrungen, geänderte Öffnungszeiten und noch weitere Meldungen haben wir für Sie kurz und kompakt zusammengefasst. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Vom 11. April bis zum 24. Mai wird die Wilhelm-Dümling-Straße halbseitig für den Straßenverkehr gesperrt. Grund ist die Verlegung einer Gasleitung. Es wird um Verständnis gebeten. Am vergangenen Wochenende fanden in München die deutschen Einzelmeisterschaften im Kegeln statt. Als Sachsen-Anhalts Landesmeister der Junioren nahm auch Nico Just von der Union 1861 Schönebeck an diesem großen Event teil. Er bewies trotz großer Konkurrenz sein Können und arbeitete sich bis ins Viertelfinale vor, wo er sich jedoch im knappen Zweikampf gegen Nico Tschuppe geschlagen geben musste. Der Titel des neuen deutschen Meisters der Junioren ging an diesem Wochenende an Daniel Barth aus Rudolstadt. Am Sonntag, den 28. April, fand in Kooperation zwischen dem Amäus-Klinikum Schönebeck und der Stadt Schönebeck ein medizinisches Sonntagsforum zum Thema Hören im Alter statt. Professor Dr. Klaus Begall klärte im Beisein des Oberbürgermeisters Bert Knoblauch über die Wichtigkeit, die Vorsorge und die neuesten Erkenntnisse im Bereich des Hörens auf. Insgesamt bringen 3 Veranstaltungen im Jahr Bürgerinnen und Bürger medizinische Themen näher.
Vorsorge, Früherkennung, praktische medizinische Tipps und neueste Forschungsergebnisse sollen im Fokus der neuen Veranstaltungsreihe Medizinisches Sonntagsforum stehen. Die Stadtverwaltung Schönebeck weist auf geänderte Schwimmzeiten der Volksschwimmhalle am Samstag, den 18. Mai 2019 hin. Die Öffnung des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens erfolgt in der Zeit von 8 bis 10 Uhr. Die Sauna ist wie gewohnt von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Es wird um Verständnis gebeten. Am Dienstag, den 7. Mai, lädt der Kinder- und Jugendbeirat im Rahmen der anstehenden Kommunal- und Europawahlen dazu ein, persönlich mit den Stadtratkandidaten der Stadt Schönebeck ins Gespräch zu kommen. In Speeddating-Manier können den Kandidaten ab 16 Uhr in lockerer Atmosphäre Fragen gestellt werden. Besonders für Jugendliche der Stadt Schönebeck bietet sich so eine besondere Gelegenheit, ihre Fragen an die Politik zu stellen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Kinder- und Jugendbüro Piranha in der Bahnhofstraße 11. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich im Vorfeld unter kinder-jugendbeirat-swk@web.de anzumelden. Die Würdigung Ehrenamtlicher und die Auszeichnung von Sportlerinnen und Sportlern, die besondere Leistungen erbringen, hat in Sachsen-Anhalt Tradition. Sportminister Holger Stahlknecht wird in diesem Jahr am 1. Oktober 2019 diese Auszeichnungen auf der mittlerweile 7. Veranstaltung im festlichen Rahmen vornehmen. Erneut sollen Personen, die durch ihr hohes Engagement einen wichtigen Beitrag für den Sport leisten, eine Würdigung erfahren. Noch bis zum 14. Juni 2019 sind sachsen-anhaltische Sportvereine aufgerufen, Aktive und Ehrenamtliche aus ihren Reihen für die Ehrung vorzuschlagen. Die 5 Kategorien lauten wie folgt: Sportler mit längster aktiver Zeit, aktiv mit Handicap, für sich und andere aktiv, jüngster erfolgreicher Teilnehmer sowie Mannschaft mit besonderer Courage. Vorschläge werden im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt entgegengenommen. Das nächste Schönebecker Brunnenfest kündigt sich zunächst verkehrstechnisch an. Vom 17. bis zum 19. Mai dieses Jahres werden deshalb der Markt in der Altstadt, die Elbstraße, die Nikolaistraße und die Baderstraße voll für den Straßenverkehr gesperrt. Die Vollsperrung gilt dann ebenso für die Steinstraße ab der Filiale der Deutschen Post in Richtung Markt sowie im Breiteweg ab Eingang Ärztehaus in Richtung Markt. Es werden umfangreiche Ausschilderungen vorgenommen. Auch in diesem Jahr war der Frühlingsurlaub der Seniorinnen und Senioren des Haus Luise dank der Mithilfe engagierter und motivierter Helfer ein voller Erfolg. Die mehrtägige Reise führte die Gruppe an entspannte und historische Orte, wie die Rattenfängerstadt Hameln oder aufs Wasser mit der Flotte Weser. Sowohl die Reisenden als auch die ehrenamtlichen Helfer berichten von einem starken Zusammenhalt und schönen Urlaubstagen, die sie gerne wiederholen möchten. Am Dienstag, den 30. April 2019, wurde die neu gebaute Slipanlage am neuen Kanubootshaus am Kalbenser Saaleufer zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Die rund 18 Meter lange und 5 Meter breite Anlage wird zukünftig vom Förderverein Kanu unterhalten und zur sicheren Nutzung abgesichert. Direkt vor Ort, auf der Internetseite des Fördervereins und der Stadt Kalbe, finden Interessierte alle Informationen, wie ein Slipvorgang abläuft und können sich direkt für diesen anmelden. Bei der Nutzung entstehen Unkosten in Höhe von 10 Euro. Im Rahmen einer Image- und Personalgewinnungskampagne für die Freiwilligen Feuerwehren des Landes Sachsen-Anhalt nahmen auch 6 Feuerwehren aus dem Raum Schönebeck aktiv an den im März stattfindenden Brandschutzerziehungstagen teil. Insgesamt 16 Kameradinnen und Kameraden von Schönebeck, Bad Salzelm, Felgelehm, Elvenau, Pretzin und Ranis unterstützten das Landesschulprojekt in der Elbestadt ehrenamtlich und besuchten jeweils eine der 6 Schönebecker Grundschulen in Trägerschaft der Stadt. Dort wurden die Grundschüler über Gefahren bei Feuer, den Brandschutz sowie den Tätigkeiten in der Feuerwehr aufgeklärt. Zu einem kleinen Resümee der Brandschutzerziehungstage trafen sich die Projektbeteiligten vor dem Schönebecker Rathaus und zogen ein durchweg positives Fazit. Auch Oberbürgermeister der Stadt, Bert Knoblauch, richtete seinen Dank an alle Beteiligten aus. Am vergangenen Samstag fand auf dem Schönebecker Salzblumenplatz die mittlerweile 20. Pflanzen- und Gartenschau statt. In diesem Jahr präsentierten sich wieder verschiedene Floristen, Gartenbaubetriebe, Imker, Vereine sowie regionale Unternehmen mit ihren abwechslungsreichen Deko-, Handwerks- und Infoständen. Für das Leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher wurde ausreichend gesorgt. Zudem wurde die Veranstaltung musikalisch umrahmt vom Drehorgelmann Mitschke.
Die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt erklärte, dass es zur besseren Orientierung für die Fahrgäste in Zukunft einen Hauptbahnhof in Schönebeck geben soll. Dieser soll die Bedeutung der Station hervorheben. Der Zeitpunkt für den Umbau des Bahnhofes Schönebeck-Elbe steht jedoch noch nicht fest, aber die genaue Vorstellung, was verändert wird, schon. Die Unterführung und der Bahnsteig 3 und 4 sollen saniert werden und außerdem ist eine Verlängerung des bisherigen Fußgängertunnels bis zur Söker Straße geplant. Ab jetzt gibt es in Schönebeck nicht nur Spielplätze für Kinder, sondern auch für Hunde. Bereits 35.000 Quadratmeter Grünfläche wird den Hunden für den Auslauf geboten und das auf 7 großen Flächen verteilt. Eine befindet sich zum Beispiel in der Nähe der Salzestraße und der Sökerstraße. Zudem ist jede Fläche mit einem gewissen Schild gekennzeichnet und besitzt spezielle Mülleimer für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner. Zum alljährlichen Protesttag für Menschen mit Behinderung am 5. Mai veranstaltet das Teilhabemanagement im Salzlandkreis einen kreisweiten Kreativwettbewerb, um auf das Thema Inklusion und Teilhabe aufmerksam zu machen. Unter dem Motto »Es ist normal, verschieden zu sein« sind alle Bürgerinnen und Bürger des Salzlandkreises aufgerufen, ihre ganz eigenen Vorstellungen, Wünsche und Bilder zum Thema Inklusion und Teilhabe kreativ umzusetzen und ihre Werke beim Salzlandkreis Örtliches Teilhabemanagement 06400 Bernburg einzureichen. Einsendeschluss ist der 24. Mai 2019. Die Werke werden öffentlich im Verwaltungsgebäude in Aschersleben ausgestellt und als Lohn winkt das begehrte Sachbuch Unser Salzlandkreis unterwegs mit Tom und Sarah. Die Nebenanstiftung unterstützt lebendige Nachbarschaftsgemeinschaften, die am Tag der Nachbarn am 24. Mai ein Nachbarschafts- oder Straßenfest durchführen möchten. Dies können Kitas, Cafés, Schulen für eine oder mehr Generationenhäuser sein. Die Stiftung hilft bei der Konzeption, der Umsetzung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Wer sich unter www.tagdernachbarn.de anmeldet, erhält eine Mitmachbox mit allem, was man für ein gelungenes Fest so braucht. Weitere Unterstützung gibt es vom Bundesfamilienministerium. Die Vision der Stiftung ist eine Gesellschaft, in der sich jeder heimisch fühlen und seine Potenziale aktiv ausleben kann. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Das war der Überblick über aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Nach der Werbung wartet Ihre Gewinnchance auf Sie. Außerdem noch weitere Veranstaltungen. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere aktuellen Angebote: Buletten 100 Gramm zu 65 Cent, Schinkenspeck 100 Gramm zu 1,25 Euro, Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 70 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 75 Cent und Liona 100 Gramm zu 1,05 Euro. Aufgepasst! Bei uns ist jetzt jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Der Wonnemonat Mai verspricht der Monat der Geschenke zu werden. Bei Kilz Ambiente für Tisch und Küche finden Sie für die beginnende Hochzeitssaison das passende Geschenk. Wunderschöne Figuren, Glasteller und Gläser mit individuellen Gravuren machen den schönsten Tag im Leben unvergesslich. Mama ist die Beste und das zeigen wir nicht nur am Muttertag. Edle Mutter-Kind- oder Mutter-Vater-Kind-Figuren sind ebenso tolle Geschenke wie die liebevoll gestalteten Hänge- oder Leuchtschilder. Am 30. Mai ist der Mann wieder der Held des Tages. Um ihn an diesem Tag zu verwöhnen, haben wir die schönsten Überraschungen. Bierflaschen in kreativen Verpackungen oder original Schweizer Taschenmesser lassen das Männerherz höher schlagen. Alle Geschenke können bei uns mit einer individuellen Gravur versehen werden. Kilz Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Wenn
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Die Fleischerei Brinkmann in Alfose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen? Persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC. Bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung begrüße ich Sie noch einmal recht herzlich zum Schönebecker Regionalmagazin heute am Montag, den 6. April. Das aktuelle Medium der Woche ist von der Eurovision Song Contest Gewinnerin Lena Meyer-Landrut und wir hören mal kurz rein. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Sie ist wieder da.
Lena Meyer-Landrut alias Lena veröffentlichte bereits ihr fünftes Studioalbum. Only Love L heißt der Nachfolger von Crystal Sky aus dem Jahr 2015. Die 27-jährige Sängerin, Songwriterin und ESC-Gewinnerin wollte endlich ihr ganz persönliches Album aufnehmen. Bereits die erste Single Thank You ist ein absoluter Ohrwurm. Befreit, erwachsen und voller Lebensfreude. Ihre Botschaft lautet Only Love und das hört und spürt man in jedem Song. In ihrem neuen Album gewährt Lena tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt. Es ist ihr persönliches Lieblingswerk und ein weiterer Geniestreich. A paper crown upon your head. I'll tell you that it's gold instead. A smile away. Das von ihren Fans heiß erwartete Album umfasst 13 Songtitel, die alle auf Englisch eingesungen sind. Cross the line, I'll leave you with a scar. You can't hang with who I'm with. You don't have my permission. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Only Love L, so heißt also das fünfte Studioalbum von Lena Meyer-Landrut. Sie möchten die CD gewinnen? Dann machen Sie doch mit und beantworten Sie mir folgende Frage richtig. Welche Sportart übten denn die Schülerinnen und Schüler der Lerchenfeld-Schule kürzlich aus? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken eine E-Mail an info@elbemedien.de. Die Gewinner geben wir dann wie immer am Freitag bekannt. Weiter im Programm gibt es jetzt mit dem Sachsen-Anhalt-Tag 2019. In Quedlinburg findet er statt, doch welche weiteren Informationen Sie noch brauchen, um dorthin zu gehen, das erfahren Sie bei uns im Trailer. Welterbe, weltoffen. So das Willkommen zum Sachsen-Anhalt-Tag vom 31. Mai bis zum 2. Juni in der Welterbestadt Quedlinburg. Freuen Sie sich auf einzigartige Veranstaltungen an historischen Orten in einem der größten Flächendenkmale Deutschlands. Das ganze bunte Programm und Informationen zur Anreise finden Sie unter www.quedlinburg2019.sat.de. Der Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Weitere Veranstaltungen finden Sie jetzt bei uns in den V-Tipps, unter anderem mit dabei das Brunnenfest in Schönebeck. Die Magdeburger Künstlerin Gabriele Krüger lädt alle Kunstbegeisterten zu ihrer Vernissage im soziokulturellen Zentrum Treff ein. Am Samstag, den 13. April, eröffnet sie die fröhliche Pause mit Aquarellen, Acrylbildern und abstrakten Malereien, welche bis zum 14. Juni besichtigt werden können. Das Blutspendemobil kommt am 9. Mai nach Schönebeck. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr steht das Mobil am E-Center in der Stadionstraße 10. Für eine Spende ist der Personalausweis mitzubringen. Die Tricks der Gauner und Ganoven heißt das Buch von Lothar Schirmer, das der Kriminalrat außer Dienst am 14. Mai 2019 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Schönebeck vorstellen wird. Bei dem Krimiabend präsentiert Ihnen der gestandene Kriminalbeamte einen Mix aus Bühnenshow, temperamentvoll vorgetragenen Fällen, gelesenen Geschichten aus seinem Buch und Videoszenen mit versteckter Kamera. Das Ganze wird gewürzt mit dezent eingestreuten Tipps. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro. Kartenvorverkauf und Reservierungen sind in der Stadtbibliothek Schönebeck während der Öffnungszeiten sowie telefonisch unter 03928 65 699 möglich. Sternenhimmel und Sternenschauer. Dies sind die Zutaten der Veranstaltungsreihe Unter den Sternen, bei der die Besucher das Ringheiligtum Pömmelte aus einem ganz neuen Blickwinkel erleben können. Zum Auftakt findet am 18. Mai um 21 Uhr der Sternenhimmel im Ringheiligtum statt. Astronomische Fragen werden beantwortet und auch Himmelsbeobachtungen unter fachkundiger Anleitung sind geplant.
Alle astronomisch interessierten Besucher und die, die es werden wollen, sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Mitarbeitern der Stabsstelle Beteiligungsmanagement Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur unter 03471 684 1326. Vom 17. bis zum 19. Mai finden wieder das Bohnenfest und der Elbrummel statt. Der Veranstalter Maxi Top und seine Partner, wie unter anderem die Stadtwerke Schönebeck, haben ein fulminantes Programm auf die Beine gestellt. Unter anderem warten ein 50 Meter hohes Riesenrad und über 30 Schausteller mit Autoscooter und Freefalling direkt an der Elbe auf die Besucher. Auf dem Markt bzw. in der Elbstraße gibt es zudem rund 40 Händler und Teilnehmer, die nicht nur kulinarisch etwas zu bieten haben. Höhepunkt sind die Auftritte auf der Hauptbühne. Am Samstagabend singen die Backstreets Back aus Italien die weltbeste Backstreet Boys Tribute Band. Aber auch Jazz, Rock, Shanties, Schlager in Form von Schlagersternchen Nora Luisa oder die Usedomer Kultband Ohrwurm werden live zu hören sein. Am Freitag um 19 Uhr wird Oberbürgermeister Knoblauch das Brunnenfest offiziell eröffnen. Vom 24. bis 26. Mai 2019 werden über 500 Musikerinnen und Musiker aus dem Gebiet der gesamten katholischen Kirche in Mitteldeutschland nach Schönebeck kommen. Ein ganzes Wochenende wird Schönebeck im Zeichen der Blasmusik stehen. Mit Workshops, Markt der Möglichkeiten, Stadtführung, Kaffeetafel und ganz vielen Spielangeboten für Kinder ist für jeden Geschmack etwas dabei. Los geht's am Freitag um 19 Uhr mit dem Eröffnungskonzert in der St. Johanneskirche in Bad Salzelmen. Musikalische Höhepunkte sind eine Bläserserenade auf dem Salzblumenplatz, Jungbläser-Musical Steh auf am Samstag, sowie Bläsergottesdienste im gesamten Kirchenkreis und eine Abschlussveranstaltung mit Landesbischöfin Ilse Junkermann am Sonntag. »125 Jahre Bäckerei Schwarz«. Dieses große Jubiläum nimmt der Familienbetrieb aus Biere zum Anlass, am 2. Juni einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Sie wollten schon immer einmal wissen, wie Brote und Brötchen entstehen? Dann schauen Sie den Bäckern in der Zeit von 10 bis 17 Uhr über die Schultern und erfahren alles rund um das Handwerk Backen. Verkosten, erwerben und Herzhaftes vom Grill erwartet Sie ebenso wie Live-Musik der Shiners aus Welsleben ab 13 Uhr, ein Spielmannszug, die Crazy Girls aus Biere und die Breakdance-Gruppe. Für die kleinen Besucher wird es auch eine Hüpfburg geben. Die Bäckerei Schwarz freut sich auf Ihren Besuch. Das waren Sie also die Veranstaltungen in den kommenden Tagen und Wochen. Und ob das Wetter dazu auch mitspielt, das erfahren Sie jetzt in den Wetteraussichten für die Tage Dienstag bis Donnerstag. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die Tage Dienstag bis Donnerstag. Am Dienstag zeigt sich die Sonne mit vereinzelten Wolken. Es bleibt trocken und wir erreichen Temperaturen von 5 Grad in der Nacht bis zu 13 Grad am Tag. Der Mittwoch bringt weniger Sonne und mehr Wolken. Bei stärkerem Wind beträgt die Tageshöchsttemperatur 14 Grad. Auch am Donnerstag wird es windig. Die Sonne zeigt sich jedoch wieder, bei leichten Wolken knacken wir die 20 Grad-Marke am Tag. In der Nacht bleibt es mild bei 10 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das waren also die Wetteraussichten der kommenden 3 Tage und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie es gut. Ihre Henrike Herrmann.